wieder Kohle, sehr schön. So, bevor wieder die Monster da hinten los sind, gehen wir mal schnell rüber. Es haben sich die Schweine schon so ein bisschen verstreut hier überall. Dann sieht das nicht mehr ganz so katastrophal aus. So. Mal schauen. Kabel. Das andere Zeug kann ich erstmal reintun. Dreck behalte ich. So viel Dreck ist hier jetzt nicht mehr. Naja, ich werf's ja auch nicht sofort weg. So ist ja auch nicht. Hauptsache, man hat's erstmal nicht im Inventar, aber den brauche ich ja eh gleich sofort wieder, den Dreck. Gleich erstmal oben und mach dort mal den Rest Dreck komplett weg. So, dann ist das nämlich auch wieder eine Erleichterung hier abzubauen. So. Da sollte jetzt nichts mehr durchkommen. Nix oder vielmehr nichts mehr drauf sein, so rum. Ja, das ist, wenn man was anderes denkt, als man sagt. Gedacht habe ich, ja, durch diese Mauer wird kein Monster mehr durchkommen. Sagen wollte ich allerdings gleichzeitig. Ja, da oben drauf wird jetzt kein Dreck mehr liegen. Und was ist rausgekommen? Eine bunte Mischung aus beiden. Na gut, bei den Hügeln da drüben haben wir dann ja noch den Bonus durch das Leuchtfeuer. So. Na, jetzt habe ich hier schon wieder eine Reihe zu viel weggemacht. Egal. Schon Level 33. Ja, wenn noch ordentlich Kohle drin ist, kommen wir hier noch auf die 35. Das wären dann zwei Verzauberungen. Ich meine ja, zwei.
Doch. 3 pro Level. 36 wäre besser. Dann wären wir genau in dem Bereich für 3 Verzauberungen. Und einen Turm müssen wir dort auch noch wieder hinbauen. Betonung liegt auf Leuchtfeuer. Das soll dort nicht auf ewig in der Luft rumfliegen, wie so ein kleines UFO. So. Dann machen wir dreimal in die Richtung. Dann haben wir schon einen Großteil hiervon weggehauen. Oh, geht schneller, als es aussieht. Ja, wir haben jetzt ja natürlich auch schon Übung im Abbau mit solchen Steinwänden. Wir haben eine schnelle Spitzhacke. Na gut, den Bonus durch das Leuchtfeuer haben wir hier nicht. Den haben wir dafür nächstes Mal dort hinten, umso mehr. Und dann werden wir nächste Aufnahme fertig hier. Dann können wir die Straße fertig machen. Stellen wir hier überall noch ein paar Fackeln auf und dann hauen wir erstmal ab für eine Zeit. Naja, erstmal geht's in die Wüste, dann kommen wir nochmal zurück und dann hauen wir ab. Dann packen wir alle unsere bunten Blöcke in Kisten, Schulker, Chests, gehen nochmal in der Stadt vorbei und holen uns Lehm, also gebrannten Lehm, richtig diese Lehmbricks. Übrigens, der gefärbte, harte Lehm wird jetzt auch Terrakotta heißen. Ab der nächsten Version. Da können wir uns dann auch schon mal dran gewöhnen, dass das nicht mehr Lehm sein wird. Also kein Lehmbiom mehr, sondern ein Terrakotta-Biom. Na, es ist eh kein Lehmbiom, Messerbiom. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Aber ich glaube auch nicht, dass die Lehmbiom heißen. Oder Tonbiom. Naja, haben die offiziell überhaupt einen deutschen Namen? Hier steht ja auch nur der englische, oder? Waren nochmal die Biome? Ach da, Biom, River. Hier ist ein River? Na gut. Ist hier eben ein River. Ja, da mache ich etwas länger und da machen wir schnell noch hier den weg. Das habt ihr euch jetzt eh schon fast gedacht, dass ich jetzt nicht mittendrin hier aufhöre. Denke ich zumindest. Ihr kennt mich ja inzwischen. So mittendrin aufhören, das ist nicht meins. Ich bringe immer die Sachen gern zu Ende. Sagt die Sonne, verschwindet lang. Aber so langsam wie die verschwindet, sind wir noch mal bis vorne durch. Das kann ich ja eigentlich hier liegen lassen direkt. Ist ja der richtige Block an der richtigen Stelle. Wow, ganzes Inventar voll gleich. Immer noch nicht dunkel. Oh, da machen wir noch ein bisschen weiter.
Oh, jetzt verfärbt sich aber der Himmel langsam. Viel ist auch nicht mehr da. Gut, jetzt kann ich die Treppen dann gleich schon mitnehmen, würde ich sagen. Stein kann ich ablegen, da ist noch genug für den Weg. Noch von wegen. Toll. Na gut. Wenn es denn so ist, dass die Sonne nicht untergehen will. Worauf wir achten müssen, ist, dass der Weg, den wir hier bauen, nicht direkt unter dem Leuchtfeuer entlang läuft. Oder geradewegs unter dem Leuchtfeuer. Nee, der wird daneben verlang laufen. So, jetzt wird's langsam dunkel. Ja, der ist doch ein bisschen größer als der andere. Sogar noch ein bisschen höher. Höher und breiter. Naja. Dafür haben wir ja dann eine ganze Aufnahme. In dieser Aufnahme haben wir ja zwei abgebaut. Und nächstes Mal haben wir dann eine ganze Aufnahme für nur einen Haufen. So, kurz die Flasche zu drehen. Ah, dann mal den Rest dort hinten. Erstmal mache ich dich jetzt mal ein bisschen niedriger. So. Dann machen wir hier den Schnitt. Können wir nämlich schon mal die Mauer fertig machen. Und dann können wir hier einfach drumherum basteln. Ja, das hat jetzt dann vielleicht 10 Minuten länger gedauert, als ich heute aufnehmen wollte. Dafür habe ich doppelt so viel geschafft, wie ich schaffen wollte. Also, ich würde sagen, das ist ein guter Abend gewesen. Und wir haben Spawner gefunden, Feuer wirklich benutzt. Also, mein Gott, besser geht's nicht. Thema Schweine, da möchte ich heute auch noch dran denken, bevor ich hier aufhöre. Sonst vergesse ich das nämlich auf langer Sicht. Dass wir die einkästeln. Muss ja erstmal auch kein Zauntor oder irgendwas dran. Hauptsache, erstmal, dass die nicht überall spawnen können. Das ist auch Kunst. Naja. Das ist dann die bildende Kunst. Obwohl wir hatten ja auch bildende Kunst. Genau, wir hatten ja Skulpturen. Wollskulpturen da drin. So. Ob wir die Straße später noch schöner machen.
das entscheide ich später. Jetzt bleibt es erstmal so. So, ja, dann fehlt jetzt nur noch die Verbindung hier und hier. Ah, die mache ich heute nicht mehr. Die mache ich dann nächste Mal wirklich. Heute fülle ich noch hier auf, dann machen wir die Schweineställe. Nächstes Mal machen wir einen Rest, inklusive Wüste dann vielleicht noch. Während ich hier so abgebaut habe, habe ich übrigens schon eine schöne Idee für den Turm da. Muss nur gucken, ob das irgendwie passt. Aber das machen wir nächstes Mal. Ich muss ja eh erst die Fläche planiert haben. Das ist auch eine schöne Ecke für so ein richtig schönes Haus mit Garten. Ach übrigens, habt ihr euch den neuen Power Rangers Film angeguckt? Ich warte ja, bis der auf DVD kommt. Ich meine, da werden Kindheitserinnerungen wach. Aber was mir aufgefallen ist, das sind ja so die ganz ersten Power Rangers. Zwar neue Schauspieler, aber es sind halt wirklich die Charaktere, mit der das Ganze hier im Westen angefangen hat. In Japan lief es ja da schon länger. Nee, und was mir da aufgefallen ist und ich irgendwie interessant fand, der schwarze Power Ranger war ja immer der, ja, schwarze? Der afrikanische, der dunkelhäutige. Gott, man muss sich immer so anstrengen, es wirklich jedermann politisch korrekt auszudrücken. Vor 20 Jahren hätte man glatt raus gesagt, der Neger. Und jeder hätte gewusst, wer gemeint ist. Heute muss man sich verbiegen und ein Wort finden, das nicht beleidigend irgendwie klingt. Obwohl der ursprüngliche Begriff von Neger ja auch nicht beleidigend ist. Es wurde nur zu einer Beleidigung gemacht. Das ist ein Unterschied, meiner Meinung nach. Also ich benutze den Begriff eigentlich auch nur hauptsächlich, weil er der geläufigste ist. So aus der Kindheit 10 kleine Negerlein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jedenfalls ist das doch interessant. 1, 2, 3, 4. Dass der schwarze Power Ranger jetzt auf einmal in dem blauen Kostüm steckt. Und der ehemals blaue jetzt auf einmal im schwarzen Kostüm steckt. Wahrscheinlich nur aus Angst, in irgendeiner Form rassistisch rüberzukommen. Ich meine, allein diese Angst einfach. Ich dürfte heute kein Filmemacher sein. Ich würde ja Albträume kriegen von Leuten, die mich verklagen, weil ich irgendwie etwas nicht ganz sauber gesagt habe. Furchtbar ist das so. Säuberungsaktion. Sauber mit kritischen Treffern. Die da unten dürfen erstmal bleiben. Na toll.
Hauptsache, die gehen mir nicht mehr ganz so auf den Nerv, denn zwischendurch war es ja schon extrem. So, da unten sind jetzt eine erträgliche Summe an Schweinen gelandet. Fünf oder sechs sind es. Zwei, drei, vier, fünf. Ihr im Stall, ihr seid dort gut aufgehoben. Jetzt heißt es noch euch alle killen. Schweine sind so richtig unnötig geworden. Dadurch, dass sie nur Fleisch schwappen, sind sie allen anderen Tieren unterlegen. Na gut, ich persönlich finde Schweinefleisch jetzt nicht unnötig. Es ist immerhin das schmackhafteste Fleisch von allen, meiner Meinung nach. So. Du da noch. Ach, guck mal, hier können wir auch schon abbauen. Natürlich. Du, ach, du bleib hier. Aber du bist auch der Einzige, der hier. Ach so, ich bin auf die Spitzhacke gekommen. Hab mich gerade gewundert. Ich habe jetzt mit einem Schlag, mit einem Schwert das geschafft. So. Sonst noch jemand? Grunzendes hier. Sieht alles gut entgrunzt aus. Also ein paar Schweine dürfen bleiben, mein Gott. Hat ja keiner was dagegen. Nur nicht so viele. Ah, steht da mal eben so ein Spawner verbuddelt. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, wo der herkommt. Ich weiß es nämlich nicht. So, dann sag ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, Hallöchen, und da sind wir dann auch schon wieder. Let's Play Minecraft. Und ich habe vorhin mal gerendert und geguckt. Also es sind wirklich immer so ein paar Stellen dabei, wo das Bild stehen bleibt. Und ich habe keine Ahnung wieso. Ich probiere es jetzt mal hier im Fenstermodus. Vielleicht bringt das was. Ansonsten muss ich wirklich mal nachforschen. Oder ich höre auf zu Let's Playen. Hat ja keinen Sinn, wenn die Hardware mir ständig einen Strich durch die Rechnung macht. Na gut. Heute machen wir zu Ende, was wir gestern angefangen haben. So. Jetzt machen wir das ganze Ding um zwei runter. Und dann graben wir uns kreuz und quer da durch und dann bauen wir es ab. Das ist der Plan. Ja, ich denke mal eine Stunde, dann sind wir hier durch. Mit dem Buff da, das geht ja doch hier schon etwas schneller. Wird der eigentlich stärker, wenn ich andere Rohstoffe reintue? Ich meine, wenn man jetzt mal guckt, das steht ja hier ganz am Ende. Was ist das eigentlich für ein Buff? Eile. Oh, keine Texte. Ja. Oder ich muss einfach mal wieder was anderes als Bandicam benutzen. Vielleicht doch wieder auf Wraps umsteigen. Aber das hat in der letzten Zeit auch nicht wirklich funktioniert. Das liegt wirklich daran, Java. Also, die Programmer haben wirklich Probleme damit, mit Java zu kommunizieren. Obwohl, ich hatte ja gestern ein Java-Update. Vielleicht wird es dadurch ja auch wieder besser. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich gebe auch langsam auf. Wo? Da. Von der Technik besiegt.
Jahrelang lief es problemfrei und dann fangen auf einmal die Fehler an. Und ich habe keine Ahnung, wieso. Hardware ist noch gut soweit ich das beurteilen kann. Groß was getan hat sich ja auch nichts. Also ist jetzt nicht so, dass Minecraft jetzt auf einmal großartig anspruchsvoller ist als noch vor 2 Jahren. So. Das ist doch schon mal eine schöne Ecke, die wir jetzt hier weg haben. Ja, jetzt werden wir gleich ein bisschen viel Cobblestone im Lager haben. Davon werden wir auch einen Teil nicht einlagern, sondern direkt wegtun. Brauchen wir hier nicht. Die Kohle behalten wir erstmal. Und dann gucken wir mal. Dass ich wegen dem Turm hier schon eine gute Idee habe, hatte ich letzte Mal schon gesagt. Ja, da werden wir auch nachher gucken, ob das klappt. Deshalb muss das hier aber alles weg. Reden sie da draußen und schreien rum, ich habe einen 1000-Euro-Schein gefunden. Also, ich weiß nicht, in welcher Welt die leben, aber ich kenne keinen 1000-Euro-Schein, den gibt es nämlich nicht. Lass sie rumschreien. So, hoffentlich schaffen wir das noch, das hier wegzumachen, bevor es ganz dunkel wird. Na, werden wir nicht mehr schaffen. Dann machen wir die Reihe hier noch zu Ende. Und dann schnell rein da. Hätte ich auch eigentlich mal schnell mein Inventar leer machen können.
Naja, 34 sind wir schon mal. So, jetzt machen wir uns ein bisschen Spaß und durchtunneln das ganze Ding. So aus Spaß an der Freude. Wie wir abbauen, ist ja im Endeffekt auch egal. So. Jetzt gehen wir einfach mal hier rum. Den Dreck auf der Ebene machen wir eh schon komplett weg. Ist meine etwas andere Herangehensweise. Hab heute Lust darauf, hier durchzutunneln. Schön viel Dreck hier drin. Das Ding ist ja fast hohl von innen, wenn wir da alles raus haben.